Ich bin kein Künstler. Ich bin Maler. Künstler stellen sich dar, Maler malen Bilder, die sich darstellen. Das ist eine ganz gute Ebene, auf der wir jetzt reden, finde ich. Weil ich habe mich nie positiv gezeigt, sondern immer negativ. Ich sehe schlecht aus, ich sehe alt aus, ich habe zu viele Falten und so weiter. Ich zeige vieles von meiner Ökonomie, also von den unteren Bereichen. Und es gibt keine Heroisierung, es gibt kein Pathos. Also eigentlich alles nicht so glücklich angelegt. Früher hatte ich mal einen Bart und ich war ganz stolz, dass er mir wuchs, dass ich den dann auch hatte. Und dann sah ich aus wie ein Alter. Und als ich alt genug war, habe ich den dann abgeschnitten, einschließlich meiner Haare. Um jünger auszusehen. Eitelkeit ist. Sind Sie eitel? Also, wenn ich es vergleiche mit anderen Eitelkeiten, ist das bei mir relativ bescheiden oder sehr bescheiden. Also, ich rasiere mich, ob man das jetzt aus Eitelkeit tut, weiß ich nie. Aber ich möchte nicht gerne so zerpflückt aussehen und so verschimmelt und so. Ich habe mich ja rasiert heute Morgen. Wenn das alles weiß wird, dann sieht es aus wie Schimmel einfach. Also wir haben hier eine Auswahl gemacht, die man Retrospektive nennt. Das heißt 60 Jahre, tatsächlich 60 Jahre Bilder, und das heißt großes Risiko. Also für mich, weil alles, was ich sage oder behaupte, muss ja nicht stimmen, das sage ich nur. Und auch wenn ich 60 Jahre Bilder gemalt habe und sage, die sind alle toll, ja gut, aber stimmt da jemand zu oder sind alle dagegen oder nur ein Teil? Und das ist ein Risiko, solche Ausstellungen zu machen. Und das ist, glaube ich, denke ich mal, für alle Maler so. Weil sie haben ja inzwischen, sind sie alt geworden und haben alle diese pubertären Dinge verlassen, die Geburtsstunden der Bilder verlassen und weitergemacht und haben sich ständig verbessert oder sogar andere Einsichten gewonnen. Vielleicht sind sie auch vernünftiger geworden oder es hat sich fast verändert. Und dieses Verändern findet immer Ausdruck, bei mir jedenfalls, in der Malerei. Das heißt, ich bin als Maler auch unzuverlässig, weil habe ich mal ein Ding entwickelt, ein Bild gemacht, verlasse ich das sofort und mache ein anderes. Das ist auch wiederum eine Irritation, weil das ist man auch nicht so gewöhnt. Man bringt eigentlich einen Maler immer mit einem Image, mit einem Bild in Verbindung. Da bin ich unzuverlässig, das ist schwierig. Bei mir sagt man dann Upside Down, okay. Aber ich habe ja nicht nur Upside Down und auch die Upside Down, sehen ja so aus, als hätte dieses Max gemacht und das andere Arthur. Und Basel, dieses Haus, ist ein sehr repräsentatives Haus bei Elephant Foundation und ist wunderbar in der Anlage, in der Architektur, in den Räumen, auch im Licht, habe ich inzwischen festgestellt. Also schmutzige Bilder werden klare Bilder, helle Bilder, sogar freundliche Bilder, das ist sehr positiv. Also die Bilder treten aus den Schatten. Dann gibt es diese Verbindung mit Bayerle. Ich habe ja auch eine Ausstellung in seiner Galerie gemacht vor Jahrzehnten in der Bäumleingasse. Und es gibt dieses immer strittige Verhältnis. Er war ja ein sehr engagierter Mann in der klassischen Moderne und hatte große Skepsis zu dem, was wir machten. Manchmal völlige Ablehnung, manchmal aber auch, wie in meinem Fall, skeptisches Zugeständnis. Und dann habe ich eingesehen, das ist eine ganz gute Einsicht gewesen, dass ich ein Bild benutze als Träger für eine Idee. Also nicht das Bild als Idee, sondern das Bild benutze als Träger für eine Idee. So hat es angefangen. Und auch nicht das Bild als Dekoration, sondern auf dem Bild ist etwas drauf, was interessant ist, schlecht ist, gut ist, wie auch immer. Und das Erste, was auf dem Bild drauf war, als es ernst wurde 1959, war eine Nase. Und diese Nase war die Nase von Ferdinand von Reisky, das ist ein sächsischer Hofmaler, Adelsmaler gewesen, der Porträts der Gesellschaft gemacht hat im Auftrag. Dann hat er auch noch Wildschweine gemalt und einen Hirsch hin und wieder und einen Auerhahn. Also alles in der Manier 19. Jahrhundert von Courbet. Und auf diesen Maler hat mich mein Onkel hingewiesen, der Fahrer, der sehr kunstinteressiert war. Und das fand ich dann auch interessant, weil der Reisky hat sehr viel getrunken
Und seine Selbstporträts hatten immer eine extrem rote Nase und das kam mir sehr recht. Also habe ich rote Nasen gemalt. Aus diesen roten Nasen sind dann später Pimmel geworden und so weiter. Also sie müssen etwas bringen, was das Publikum wahnsinnig irritiert. Also Publikum irritiert heißt gegen Konventionen verstoßen, um ins Gespräch zu kommen. Aber dieses Gespräch soll ja sein, nicht, dass sie das Publikum mit etwas konfrontieren, was die Welt verbessert, sondern es soll nur so sein, ist schwierig zu sagen, aber es soll nur so sein, dass das Publikum eine neue Chance bekommt, nachzudenken, was Neues zu sehen, irritiert zu sein, einfach neuen Spuren folgt. Nein, 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 ich mal nicht auf der Leiter, um Himmels Willen. Es gibt ein Foto, wo ich auf der Leiter stehe, aber das ist gestellt. Ich kann nicht auf der Leiter stehen und malen. Ich male auf dem Fußboden und früher wirklich auf dem Fußboden. Jetzt haben wir so ein Podest gebaut, legt die Leinwände da drauf, ein Podest, was so die Höhe von 50 Zentimetern hat, krauche darauf rum. Das sind ja meist sehr große Formate. Dass sich ausschließt bei diesem großen Format, dass es etwas zu tun hat mit einer Projektion. Also Sie haben ein Bild, projizieren das auf Leinwand, sondern ich male partiell ein Stückchen und möchte gar nicht überblicken, was da alles dann, wenn sich das zusammenfügt, geworden ist. Aber merkwürdigerweise weiß ich, wenn ich arbeite und sagen wir mal fertig bin, ob es was geworden ist oder nicht, bevor ich sehe. Entweder schmeiße ich es weg oder ich lasse es. Und wenn ich es lasse, hat es irgendeinen Sinn. Das ist so ein Instinkt, Gefühl. Format war immer eine wichtige Sache. Der Auftritt mit großem Format war irgendwann sehr nötig. Weil kleiner Mann groß, ne, ganz groß. Und wenn Sie etwas behaupten, wo niemand dran glaubt und Sie sind ganz laut, brauchen Sie einfach ein großes Format. Wenn Sie jetzt ein kleines Format in dieser Situation nennen, dann sind Sie besonders schlau und vielleicht sogar gut beraten. Also ich bin dem ersten Wege gefolgt und irgendwann habe ich gemerkt, dass die kleine Formate malen, erstmal sich besser verkaufen und sogar viel bekannter geworden sind, als du mit deinen Dingern, was in kein Wohnzimmer mehr passt. Sie müssen ja wissen, wenn Sie eine Landschaft malen, einen Baum malen, eine Zypresse malen, der Maler macht ja immer etwas aus dem, was er sieht, in einer Weise, die, wenn man vernünftig ist, gar nicht verständlich ist. Er verkleinert es, er macht daraus Farbhaufen, Striche. Alles das ist ja nicht zu sehen, sondern das Bild, was man sieht, ist unendlich. In allen Dimensionen, vorne, nach hinten, nach oben, nach unten, rechts und links, alles ist unbegrenzt. Jetzt hat er eine begrenzte Fläche und das ist ein Rahmen drum und da fängt er das ein. Jetzt kann er entscheiden, wie viel fange ich ein. 100 Quadratmeter, 1000 Quadratmeter, 20 Quadratzentimeter, alles das kann man ja machen. Und dafür braucht es Abstraktion, nenne ich das mal, also eine Übersetzung. Und also so einfach ist das gar nicht. Dann hatte ich verlernt, schlichtweg verlernt, weil ich es nie mehr geübt habe, diese Abstraktion, die nötig ist, wenn Sie ein kleines Bild machen. Jetzt musste ich mir dieses Verlernte antrainieren mit einem Trick. Ich habe also ein Bild genommen, das erste, was in der Ausstellung hängt, Winfried Dierske. Das ist 100 mal 80 cm, glaube ich. Und habe das wiedergemalt, reproduziert. Und das Wiedermalen hieß selber Format, das ist das Wichtigste. Dann ungefähr dasselbe Spiel mit vorne und hinten, schwarz und weiß und so. Aber das Ganze noch vereinfacht. Und das sind die Bilder, die im letzten Raum hängen. Und ich muss sagen, das hat funktioniert. Über diese Brücke. Ich habe ein Modell, ich habe einen Vorwand. Und der Vorwand schließt alles ein. Das Format, die Technik, das Formale, das Porträt, die Ähnlichkeit und so weiter. Und ja, das funktioniert. Ich finde, im letzten Raum ist es nicht freundlich. Sondern es hat schon so einen dumpfen Unterton. Es
Sie müssen so, kann man den Vorhang nicht wegnehmen und so, in diesem Sinne. Also ich habe bis 1969 alles erfunden. Also alles, was gegenständlich, in Anführungsstrichen, das sichtbar war, war nicht genommen von irgendwo, sondern war von Baum, war von Figur, war von und so weiter. Ab 1969 habe ich nichts mehr in diesem Sinne erfunden, sondern habe Fotos verwendet oder Skizzen, die ich mir gemacht habe, von den Sachen, die ich malen wollte. Bleiben wir beim Porträt. Und das habe ich demonstrativ, weil die Behauptung ja nicht ein Zaubertrick sein sollte, sondern wirklich manifestiert, untermauert, verkehrt rum gemalt. Das ist nicht weiter schwierig, wenn Sie ein ganz riesiges Format haben, wie schon gesagt, wissen Sie ja gar nicht, was Sie machen, insgesamt, ob verkehrt oder richtig, sondern Sie malen an Details. Und wenn Sie in der linken Hand ein Foto haben von dem, was Sie machen, und ich das meist habe, dieses Foto oder eine Abbildung, dann ist es gar kein Problem mehr. Nur die Behauptung, verkehrt, die bleibt und das Bild bleibt physisch verkehrt, weil diese Konvention, das ist richtig, das ist falsch, die wird einfach unterlaufen mit diesem schlichten Trick, andersrum. Mit diesen Negativbildern, davon hängt hier eins, dieses rechte. Habe ich darüber nachgedacht, gibt es das in der Kunstgeschichte, was du jetzt machst? Kann einer sagen, ja, das habe ich schon gesehen. Das ist übrigens so eine Untersuchung, die ich immer anstelle. Und dann einmal die Wiederholung des Porträts. Und um auszuschalten, dass es das schon mal gibt, mache ich das Ganze negativ. Ja, und ich hatte es gemacht, weil mir niemand einfiel. Und dann dachte ich, verdammt, der Andy Warhol hat doch alles seine Filme, Fotos, später noch mal andersrum gemalt. Das hat er. Also Marilyn gibt es positiv und negativ. Trotzdem hat er sich geirrt, weil er hat beide Sachen, das Negativ wie das Positiv, positiv gemalt. Also es gibt doch einen Unterschied. Ja, wunderbar, es war toll. Hat mir Spaß gemacht. Musik